externen Firewall und sowas und frag mich nicht. Alles technischer Schnickschnack, von dem ich sowieso keine Ahnung habe. Deswegen bin ich umso froher, dass es endlich geklappt hat. Wir können euch heute hier zum ersten Mal bei Giga Games zeigen, wie wir mit der ganzen Geschichte online gehen. Das bei Phantasy Star Online ist nicht wirklich einfach, weil Phantasy Star Online doch sehr, sehr komplex ist. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir tatkräftige Unterstützung haben. Und zwar vom, ich zeige euch mal ganz kurz die Seite von dem, vom MIA-Team. Also Missing in Action, das ist die Homepage von denen. Das ist der sozusagen erste deutsche Phantasy Star Online Clan. Und sowas gibt es ja tatsächlich. Auch Konsolen haben ihre Clans mittlerweile. Und ich hoffe, dass sie mir helfen. Und deswegen habe ich jetzt auch in der Leitung den Christian vom MIA-Team oder MIA-Team. Und ich hoffe, dass der Christian mich jetzt hören kann. Kannst du mich hören? Ja, kann ich. Wunderbar. Du wirst mir heute den ganzen Abend zur Seite stehen und ein bisschen mit mir zusammen und noch zwei von deinen Kollegen Phantasy Star Online für den GameCube vorstellen. Natürlich erstmal für dich die Frage, seit wann bist du? Seit wann bist du bei Phantasy Star Online? Ja, das ist ja für mich sehr wichtig. Ja, besonders wichtig. Genau. Das ist ja das Problem immer noch, dass ich sehe es hier, mein Level ist Level 9. Die anderen sind alle so Level 37. Hier, Yoda ist der stärkste von uns mit Level 88. Und Wolke ist mit Level 41 so eigentlich in der guten Mitte. Wobei, wir haben ja vorhin schon viel gespielt. Christian, hast du ja gesagt, dass das mit dem Level auch richtig abhängt. So, weiter geht's mit Phantasy Star Online Episode 1 and 2 und mit mir immer noch der MIA-Team-Clan oder nee, der erste deutsche PSO-Clan mit dem Namen MIA-Team. Also, so ist das Ganze, glaube ich, korrekt. Ansonsten wird der Christian mich jetzt wahrscheinlich im Spiel slaughtern, oder Christian? Firmen übernehmen würden. Würde mich sehr freuen. Gut, also ich muss ja sagen, gefällt mir grafisch auf jeden Fall sehr, sehr gut, wo wir hier gerade sind. Das ist so ein etwas anderes Environment, als man das bisher vom Phantasy Star kannte, wo es ja doch immer zwar auch ein bisschen organisch war in einigen Leveln, aber so hier mit dem Wasser und so, das gefällt mir wirklich schon sehr, sehr gut. Und es ist auch im Vergleich zur Dreamcast-Version ein bisschen detaillierter. Mit dem MIA-Team noch ein bisschen mehr zu den Unterschieden. Aber er hat mir versprochen, der Christian, dass wir hier nichts spoilern. Oder Christian, was sagst du dazu? Also wir werden nicht vom Endboss sehen oder irgendwie etwas, was die Story verraten könnte. Okay. Dann können wir das zeigen, denn du weißt, wir sind bei Giga Games uns unserer Verantwortung sehr bewusst. Und wir würden natürlich niemals unsere Potenziale ausnutzen, um euch irgendwas zu verraten, was ihr noch nicht wissen wollt. Okay, weiter geht's. Also, wir sind hier in, wie nennt sich das Ganze? Erklär mal ein bisschen. Wie ist so das Setting dazu? Also das ist das die Upper Level. Das ist unter der Insel von dem gesamten Spiel jetzt. Also die Episode 2 spielt ja auf einer verlassenen Laborinsel. Ja. Und ja, das ist sozusagen hier das Hauptlabor. Mehr verrate ich aber nicht. Das ist gut, genau. Ja, und ich hatte dieses Level hier. Kleine, da muss man immer vorsichtig sein. Okay, auf geht's. Ich brauche ein paar Gegner. Ich will leveln. Los geht's. Also wenn man hier jetzt auch aus dem Fenster rausguckt, sieht man die Spiegelung von seinem eigenen Charakter und auch noch, wie das so draußen aussieht. Ziemlich schön gemacht. Ja, ganz nett eigentlich. Also hier sieht man auch, dass man halt unter Wasser ist. Hm. So, kleiner Blick raus. Schon sehr, sehr nice. Was hast du jetzt zu den Änderungen, die bei Episode 2 gemacht worden sind? Ja, die Änderungen sind jetzt im Spielprinzip selber nicht was so anders, aber es macht schon ziemlich viel Spaß, muss ich sagen. Und die Level sind schon sehr ergiebig, kann man sagen. Ja, also kann man stundenlang auch weiterhin seinen Spaß haben auf jeden Fall. Ja, sehr viel. Ja, es ist ja, dass man im Gegensatz zum ersten Teil mehr von diesen Rare-Items auch finden kann. Ich glaube, wie wir eben schon gesagt haben, einfach auf www.miateam.de. Ja. Okay. Und auf jeden Fall seid ihr ein sehr freundlicher Clan. Das kann ich definitiv bestätigen. Danke. So, wir werden hier gerade fröhlich... Ich wollte ja nochmal zeigen, dass wirklich auch, obwohl im Comments-Bereich viele Leute überrascht waren, dass man mit dem Ding schon online gehen kann, mit dem GameCube, dass doch viele schon den Weg gefunden haben. Und wir waren eben gerade in der Lobby und da sind wirklich viele, viele Leute, die ganz, ganz fröhlich sind und sich ganz, ganz dolle freuen, wenn sie jetzt gleich nochmal im Fernsehen zu sehen sind. Ja. Deswegen machen wir das Ganze doch nochmal. Ich finde es wirklich eine sehr, sehr coole Sache, einfach mit diesem Online-Gedanken und mit dieser Community. Ist natürlich vom Giga übernommen, sage ich jetzt einfach mal. Aber wirklich, also wenn man da immer mal wieder hingeht und immer wieder Leute trifft, macht das, glaube ich, eine Menge Spaß und macht definitiv den Hauptcharme von Phantasy Star aus.
Und dann gucken wir doch mal. Ja, schwuppsiwupps. Da sehen wir doch jetzt mal, was da alles so passiert. Ich glaube, wir geben einfach die letzten 30 Sekunden den Leuten hier nochmal die Gelegenheit, einfach alle zu grüßen und einfach mal ein bisschen Tohuwabohu zu machen. Bleibt ruhig da drauf. Ich finde, das ist eigentlich ganz lustig. Hauptsache Bier ist erste Wahl, Michael, bla bla bla. Ja, wir müssen leider zum Ende kommen. Ich grüße alle, ganz besonders die im Moment in der Lobby sind und die, die Weg in die Lobby finden. Meinen ganz herzlichen Dank natürlich nochmal ans MIA-Team. Wir werden uns hoffentlich vielleicht demnächst auch nochmal wiedersehen. Macht eine Menge Spaß. Ich